Ja, mein Name ist Christopher Kroll. Ich komme von der IKK Brandenburg und Berlin. Ich bin dort der Leiter des Dokumentenmanagements. Wir setzen bei uns im Dokumentenmanagement vollständig auf Produkte von der Comline AG. Wir scannen selbst und gehen dann in die erste Nachbearbeitung. Danach greifen die Helix Semantic Recognition Prozesse, sodass wir dann direkt in die Workflows starten können. Da natürlich an allererster Stelle der AU-Bescheinigungs-Workflow, der sehr erfolgreich läuft. Aber auch im Bereich der Pflege haben wir den Pflege-Workflow im Einsatz. Zusätzlich betreiben wir unsere Internetgeschäftsstelle durch die Comline AG. Die hat diese für uns entwickelt und so sind wir stolzer Kunde von vielen NetWeb-Produkten, die bei uns zum Einsatz kommen. Gestartet ist unser Vorhaben, eine Internetgeschäftsstelle anzubieten, tatsächlich aus den Bedürfnissen des Marktes heraus. Es ist zwingend erforderlich, dass wir unseren Versicherten einen digitalen Service anbieten, dass sie die Möglichkeit haben, von sich aus sich bei uns anzumelden und dann verschiedene Vorgänge und Prozesse zu starten. Und wir haben, nachdem wir uns auf den Markt umgeschaut haben, was es so für andere Lösungen gibt, uns dann bewusst für die Comline entschieden, da sie zum damaligen Zeitpunkt ein Alleinstellungsmerkmal hatte, nämlich, dass sie unabhängig von der Systemverfügbarkeit des Primärsystems 21c die Internetgeschäftsstelle zur Verfügung stellen kann. Und da wir eine Pilottestkasse sind, ist das ein sehr wichtiger Faktor an dieser Stelle. Und wir haben dann angefangen, als erstes auch in Richtung Farmi-AdWeb zu arbeiten, dass also unsere Farmi-Bögen direkt online ausgeführt werden können und danach direkt in die digitale Weiterverarbeitung gehen. Und sind jetzt mittlerweile bei vielen Produkten angelangt. Das letzte, was wir gestartet haben, ist das Postfach-AdWeb. Das heißt, wir haben eine funktionierende bidirektionale Kommunikation mit unseren Versicherten auf Dokumentenbasis. Wir genießen es sehr, dass unsere Prozesse so aufgesetzt sind, dass sie letztendlich unabhängig vom Kanal sind, über den es tatsächlich stattfindet. Das sieht man sehr schön an dem Farmi-Prozess. Wir schicken einen Brief mit einem Einmalpin raus, dann kann sich jemand unabhängig davon, ob er bei uns registrierter User der Internetgeschäftsstelle ist, online anmelden und den Farmi-Bogen ausfüllen. Unser Portfolio, was die Produkte angeht, im Bereich der E-Akte, ist komplett Comline getrieben. Wir haben das Helix-Archiv, wir haben die entsprechenden Workflows dahinter und auch unsere Internetgeschäftsstelle ist von der Comline entwickelt worden und bei uns jetzt schon seit einigen Jahren erfolgreich im Einsatz.